Ja, hallo und herzlich willkommen bei Axel Burkhardt TV. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es gibt wieder zwei Titel. Das eine Lügen mit System und das zweite ist das Märchen vom unvermeidbaren E-Auto. Das eine ist ein Bericht wieder in der Welt am Sonntag von diesem Wochenende. Lügen mit System. Es kommt immer wieder das Thema. Es geht dieses Mal um Wikipedia. Und es wird hier berichtet, dass eben bei Wikipedia sehr viel manipuliert wird durch bezahlte Agenten. Das ist jetzt einmal in diesem großen Artikel aufgedeckt worden. Und dieses Ideal eines öffentlichen, ja positiven, nicht professionellen Lexikons ist ja im Grunde genommen längst zerstört worden. Es ist ja so, dass bei Wikipedia im Unterschied zu anderen früheren Lexika ja niemand die Verantwortung übernimmt. Die Autoren sind ja auch anonym. Und wenn es früher den Brockhaus oder andere gab, dann standen dahinter Redakteure einer Firma, die mit ihrem Namen dafür gerade gestanden sind und Verantwortung übernommen haben. Und das fehlt hier bei Wikipedia. Und deshalb ist dieses System natürlich jeglichem Missbrauch ausgesetzt. Und der findet auch statt. Wir haben hier auf der einen Seite ein schönes Element der Freiheit des Geisteslebens, das ist ja wunderbar, aber das bedeutet auf der anderen Seite mangelnde Qualität und mangelnde Verlässlichkeit. Und Anonymität ist ja nicht ein Merkmal der Freiheit, denn das freie Individuum muss ja auch zu seiner Meinung stehen, muss diese verantworten. Es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung. Und deshalb ist dies ein heißes Thema, die Anonymität im Internet, das wissen wir. Aber die Konsequenz der Freiheit ist die Verantwortung auch für die freie Meinung. Denn wenn man die freie Meinung benutzt, um Hassbotschaften und so weiter zu verbreiten, beleidigende Botschaften, dann muss das Konsequenzen haben können. Und das ist ja insgesamt derzeit ein weltweites, aktuelles Thema, ob man eben die Anonymität im Internet jetzt doch aufheben muss, weil die Hasskultur doch so zunimmt, dass es praktisch kaum noch auszuhalten ist. Und da heißt es jetzt hier in dem Artikel, seit Jahren gibt es öffentliche Debatten über Fake News und Desinformationskampagnen. Im Fokus stehen dabei digitale Plattformen wie Facebook und Twitter, die Online-Enzyklopädie Wikipedia und was dort geschieht, scheint hingegen niemand zu beunruhigen. Unsere Autorin war überrascht, dass viele ihrer Freunde und Verwandten nicht wussten, wie das wichtigste Nachschlagewerk unserer Zeit funktioniert. Auch nicht, dass Sprachassistenten wie Alexa darauf zurückgreifen. Also das ist auch ein Thema der Manipulation, der Lüge. Wir begegnen wieder Ahriman und diesen Widersachergeistern überall. Eine schöne Herausforderung für uns. Immer wieder sehen wir das als Herausforderung. Sehen wir das, wie wir es in dem anderen Beispiel der Muslimin auch gehört haben, dass es all diese Dinge dazu da sind, uns herauszufordern, den Geist der Wahrheit zu ergreifen und in die Freiheit zu gehen. Und es gibt auch hier eine positive Nachricht, denn auch hier gibt es jetzt schon einen ersten Gegentrend, denn durch Wikipedia sind ja die alten Enzyklopädien, die dicken Bücherwerke vom Markt verschwunden. Aber jetzt hören wir auch in diesem Artikel, dass der Brockhaus wieder erscheinen wird, und zwar digital. Und damit wird jetzt das eventuell wiederkommen, nämlich die Verantwortung gegenüber dem, was veröffentlicht wird. Professionalität, Zuverlässigkeit und hoffentlich eben außerhalb der Manipulierbarkeit, wie es bei Wikipedia der Fall ist. Also das ist die positive Nachricht hinter der negativen. Und jetzt kommen wir zum Artikel, zu diesem auch letzten Artikel für heute. Das Märchen vom unvermeidbaren E-Auto. Auch wieder in der Welt am Sonntag, vom 15. Januar dieses Jahres. Und da geht es auch darum, dass wohl das mit dem E-Auto nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Wir sehen auch daran, dass die Kritik immer mehr zunimmt, dass das Verkehrsthema der Zukunft nicht gelöst ist, das Energiethema in keiner Art und Weise sinnvoll gelöst ist. Und vor allen Dingen der Zusammenhang zwischen den anderen beiden Problemthemen wie Klima und Umwelt. Ich habe ja immer wieder in anderen Beiträgen aufgezeigt, dass eine sehr, sehr ungünstige, ja negative, krankmachende Verquickung zwischen Politik und Wirtschaft besteht.
wie zum Beispiel beim demokratischen Sozialismus, bei den E-Autos in China, bei den Waldbränden in Australien. Überall wird das sichtbar. Und dabei wollen wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir einen ganzheitlichen Lösungsansatz dafür haben, diese Verquickung zu beenden, nämlich die soziale Dreigliederung nach Rudolf Steiner. Und es ist Zeit, dass sich eben die Politik, die Wissenschaft und die Wirtschaft endlich mit diesen Themen auseinandersetzt. Denn ohne dieses Wissen werden wir dieses Chaos nicht beenden, sondern immer wieder neues Chaos erschaffen. Die Verquickung zwischen Politik und Wirtschaft, die Demokratisierung der Wirtschaft, die Steuerung der Wirtschaft über die Politik, den sogenannten Einheitsstaat. In dem Artikel allerdings hier geht es jetzt nur um die Diskussion zwischen zwei neuen Technologien, nämlich den E-Autos und den Wasserstoffautos. Und man hat dort einen Test gemacht und verglichen mit den bisherigen Autos, die es auf dem Markt gibt. Und ein Fazit war, kein Auto bringt die Passagiere schneller ans Ziel als ein Diesel-Pkw mit entsprechend großem Tank. Das geht um Aufladezeiten und so weiter. Das soll ja nicht für das Dieselauto sprechen, aber der normale menschliche Benutzer, was wird er wählen? Ja, er wird danach wählen und wird Dieselautos kaufen. Da werden wir in der Wirklichkeit sehen, dass das immer der Fall sein wird. Genauso sehen wir, dass für den Menschen, der gerne verreist, auch der Klimawandel keine wirkliche Rolle spielt. Denn wir haben gerade gehört, dass auch in Deutschland die Anzahl der Flugreisenden wieder deutlich zugenommen hat. Also wir sehen, die Menschen lieben SUVs, sie kaufen immer mehr SUVs. Warum? Ja, weil sie praktisch sind und gerade für große Familien etwas sehr Praktisches und Sinnvolles. Und man kann die Dinge nicht verbieten und man kann die Dinge nicht einfach mit CO2 und Klimawandel angehen, auch mit keiner CO2-Steuer, denn die CO2-Steuer trifft immer die Menschen, die wenig Geld haben und nicht die genug haben. Menschen, die genug Geld haben, werden sich durch keine CO2-Steuer davon abhalten lassen. Das heißt, alle diese Klimagesetze, die wir machen derzeit, gehen eigentlich gegen das Volk und erhöhen im Grunde genommen die Schere zwischen Arm und Reich. Also da muss wirklich umgedacht werden und anders gedacht werden. Das ist einfach eine Tatsache. Es geht dann im Artikel auch hervor, dass man mit den Elektroautos natürlich die Problematik auf den Energiesektor verschiebt. Woher soll man den vielen Strom hernehmen, der ja produziert werden muss? Und bei dem Vergleich mit der Brennstoffzelle, mit der Wasserstoffzelle wird eben geschrieben, die Autobauer sind jetzt durch die politischen Vorgaben zur CO2-Reduktion gezwungen, in Batterieantriebe zu investieren, auch wenn das vielleicht nicht die beste Lösung ist. Das ist schizophren. Jetzt schreiben auch Journalisten, dass das schizophren ist. Ja, man kann wirklich sagen, die Denkweise ist nicht unbedingt sachlich, ganzheitlich, ökologisch und vernünftig. Die aktuelle Nachricht auch hierzu zu dem Thema kommt ja aus Russland, dass nämlich der große Konzern Gazprom an einer neuen Technologie arbeitet, Erdgas umzuwandeln in Wasserstoff und zwar extrem umweltfreundlich. Das würde bedeuten, dass das Elektroauto dabei hinten runterfällt. Wenn man im Auto direkt unmittelbar Gas in Wasserstoff umwandeln kann, wird das eine völlig neue Technologie sein. Auch vorher im Grunde in großen Anlagen dann Wasserstoff herzustellen mit Erdgas, das wird eine spannende Entwicklung sein. Und wir sehen, dass hier völlig neue Technologie kommen werden und dass das Elektroauto vielleicht überhaupt nicht das werden wird, was man heute glaubt, weil die ganze Problematik ist in keiner Weise gelöst und zum Teil wirklich schizophren. Was hier fehlt in dem Artikel mir persönlich ist, dass über Gasautos selbst nicht gesprochen wird, denn das ist auch eine Variante, die im Prinzip sehr umweltfreundlich ist. Was wir aber sehen jetzt an all diesen Artikeln, und damit will ich abschließen, ist, dass diese derzeitige politische Diskussion um die Steuerung der Wirtschaft mit all den Subventionen für Elektroautos, auch wie es China und so weiter macht, in Deutschland, aber auch sonst weltweit, aber vor allen Dingen bei uns, verheerende Wirkungen haben kann. Das sind alles Phänomene, die gegen die Gesundung des Organismus nach der Dreigliederung des sozialen Organismus gehen. Wir wissen, dass diese Entscheidungen krankmachend sind für den sozialen Organismus. Wir müssen Wirtschaft und Politik trennen. Das ist ein Muss. Und dann kann man sehen,
wo die Politik eingreift, aber nicht in wirtschaftliche Dinge, sondern in gesetzlich-soziale Dinge. Und das, dieses Umdenken, das wird notwendig sein. Und Rudolf Steiner hat uns hier ein fantastisches Wissen hinterlassen für die Zukunft. Und das ist 100 Jahre her und es ist wirklich Zeit, dass wir dieses Wissen ergreifen, das jetzt hier ruht.